Herzlich willkommen im Kunstsalon der Galerie Kronstein. Ich begrüße ganz herzlich den heutigen Künstler, der hier vertreten ist, Johannes Weinsheimer. Ich finde seine Kunst außergewöhnlich. Also ich bin richtig stolz, dass wir ihn heute hier ausstellen dürfen mit diesen wunderbaren Werken. Das Erste, was ich eigentlich machen möchte, ist, ich möchte mich bei euch bedanken. Bei Dirk, Sarah, bei dem ganzen Team, denn ohne euch würde diese Ausstellung gar nicht stattfinden. Ich hebe mein nicht vorhandenes Glas auf euch. Vielen Dank. Warum Moments Unexpected? Es gibt mehrere Gründe, warum ich den Titel ausgewählt habe. Es war ein unerwartetes Ereignis, was mich vor 5-6 Jahren dazu veranlasst hat, mein Leben zu verändern, ausschließlich von Kunst zu leben. Das ist schon ein Schritt in die Selbstbestimmtheit. Das war ein ganz besonderer Moment, ein unexpected moment. Insofern deshalb ganz wichtig dieser Titel für mich. Bitte. Ah, danke. Also nochmal. Auf euch. Aber viel wichtiger. Cheers, auf euch. Aber viel wichtiger, was treibt mich an in meiner Kunst? Es sind eben genau diese unerwarteten Momente, die ihr hier als Ergebnis auch seht. Das, was mich selbst für mich beeindruckt, auf einem Haufen das alles zu sehen. Ich suche nach diesen Momenten. Also wenn ich meine Reise plane, wie New York oder Kalifornien, dann buche ich den Flug hin, den Flug zurück. Aber das, was dazwischen passiert, ist etwas, was ich nicht plane, sondern ich vertraue inzwischen auf Momente, den ich begegne, Menschen, Architektur, Situation, kombiniert mit Wetter. Und das beste Beispiel ist auch das Bild mit dem Selfie dieser drei Japanerinnen, wo ich zum Glück die Kamera dabei habe, sie festhalte und dann eben auch mit meinem eigenen Stil, Schatten, Licht, Farbigkeit, Kontrast, dem Ganzen auch nochmal verstärkt diesen Eindruck hinterlasse, damit sie verstehen, welchen Moment ich dort eigentlich erlebe. Also hier ist die Weinheimer-Ausstellung und da drüben ist dann noch ein Eingang Malte, die Street-Art-Ausstellung. Ja. Also ich bin ganz begeistert, dass Sarah, meine Tochter, heute Abend hier anwesend ist. Ich bin überglücklich, dass sie die Operation gut überstanden hat und man sieht, dass sie mit Liebe und Leidenschaft in der Galerie, ja, sie konnte einfach den Abend nicht verpassen und hier ist sie. Ja, also ich war auch krank über Neujahr. Und wenn es nicht die gute Pflege, wo ist Bianca? Wenn es nicht die gute Pflege von Bianca gewesen wäre, die mich jetzt schon seit 4 Jahren begleitet, meine Freundin, meine Lebenspartnerin, ja, und meine Pflege, Krankenschwester. Und nun gebe ich das Wort an Sarah. Ja, lieber Johannes. Sarah. Vielen Dank. Also ich habe mich riesig gefreut und ich glaube, das hat auch zu meiner Genesung beigetragen. Ach schön. Etwas zu Johannes möchte ich Ihnen mitteilen. Johannes ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Genau. Als Junge, hast du mir gesagt, hast du angefangen mit der Malerei. Ja. Eigentlich mit Street Art. Ich hatte keine Lust mehr auf diesen blöden Poster, die jeder hatte. Also habe ich mir dann Wechselrahmen gekauft, Spraydosen, das war Mitte der 80er und habe dann angefangen zu sprayen. Und so fing es an. Daraus entwickelte sich dann Leinwände, Spachteltechnik, inspiriert Yves Klein, Roscoe, Richter. Also Farben und Formen haben schon immer meine Kunst geprägt. Und so fing es an. Und dann hat sich aber die Fotografie fasziniert. Ja, vor 14 Jahren, meine erste Digitalkamera. Ixus 2. Vor circa 4 Jahren
fasste Johannes den Entschluss und den Mut, sich ganz und ausschließlich dieser zu widmen. Kunst. Auf seinen diversen Auslandsreisen, zum einen zu seinen Wurzeln nach Japan, als auch in der Umgebung seiner Wahlheimat München, ist es ihm gelungen, die einzigartigen, magischen Momente in seiner Fotografie einzufangen und für immer festzuhalten. Dank seines Gespürs für besondere Wahrnehmung und besondere Momente am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, können Sie heute Abend eine ausgewählte Auswahl von Szenen, die Magie und die positive Energie seines Schaffens auf sich wirken lassen. Fotografie ist auch heute Kunst im kunsthistorischen Sinne anerkannt. Dank seiner Wegbegleiter wie Gursky, La Chapelle, Cindy Sherman und Thomas Ruff. Fotografie hat sich etabliert. Seine Technik der Nachbearbeitung, die sogenannte virtuelle Spachteltechnik, lassen die Szenen lebendig werden. Und je nach Perspektive entdeckt man neues, faszinierendes Innen. Sie sehen heute hier Original Weinsheimer. Unverkennbar einzigartig in ihrer Art. Und Premiere, das sind Erstlingswerke. Ja. Des Weiteren noch ein paar Worte zu den Werken. Aufgrund unserer räumlichen Möglichkeiten sehen Sie heute nur einen Ausschnitt der Momente seiner Reise. Jedoch nutzen Sie die Gelegenheit, auf unseren iPads sich die weiteren Motive aus der Serie zeigen zu lassen. Darüber hinaus haben wir die Maße nach unseren Gegebenheiten ausgewählt, jedoch können Sie unter drei verschiedenen Größen auswählen. Alle Werke sind in einer geringen, streng limitierten Auswahl erhältlich. Ganz besonders möchte ich meinem Vater danken, den Sie wohl zum Großteil schon kennen, Herrn Kronzmann, der in seinem früheren Leben ein erfolgreicher Unternehmer war und zu seiner aktiven Zeit kaum, ich möchte fast sagen nie, die Möglichkeit hatte, sich den schönen Dingen des Lebens zu widmen. Jedoch immer das Motto fördern und fordern als Lebensinhalt verstand. Nach seiner aktiven Zeit entdeckte er die Leidenschaft für die bildende Kunst und die klassische Musik. Getreu seinem Motto machte er sich zum Lebensinhalt, die Vision einer Galerie fortzuführen. Als ich in die Galerie als Quereinsteiger begann, kam relativ zeitgleich ein Buch über den Wandel der Galerieszene auf den Markt, welches kurzum die Aussage hatte, machen Sie keine Galerie heute auf. Ich stellte mir die Frage, was machen wir hier eigentlich? Warum sitzt mein Vater nicht unter einer Palme und genießt seinen wohlverdienten Lebensabend? Es wäre nicht dieser außergewöhnliche Mann, wenn er nicht dies als eine Chance in der heutigen Zeit gesehen hätte. Wir leben in einem unruhigen Zeitalter mit vielen Herausforderungen, politisch als auch kulturell. Gerade in solchen Zeiten ist und war die Kunst immer ein Medium von Ausdruck, Lebensfreude, positiver Energie, die unser Leben bereichert. Vielleicht brauchen wir mehr denn je etwas, das uns diesen Optimismus und diese Energie schenkt. Nahrung für die Seele. Menschen wie mein Vater, welche mit Engagement, Disziplin und Optimismus daran glauben, dass alles möglich ist und es in die Tat umsetzen, brauchen wir, um selbst etwas zu bewegen. Sie, verehrte Kunden, Kunstfreunde, liebe Gäste, Sie machen es uns erst möglich, diese Vision fortzuführen. Dank Ihrer Unterstützung und Ihrem positiven Zuspruch sehen wir, dass die Galerie Kronzmann im Herzen München eine Chance hat. Herzlichen Dank an Sie. Erwähnen möchte ich allerdings auch die Ausstellung gleich nebenan, Preview Urban Art und Banksy. Wir werden am 14. April eine große Banksy-Ausstellung in diesen Räumen haben und Sie sind herzlich eingeladen, auch am 14. April zu uns zu kommen. Ich wollte Sie fragen, haben Sie Ihren Freunden schon mal von dieser coolen Galerie erzählt? Bitte sagen Sie es doch Ihren Freunden und Bekannten, zu uns zu kommen. Wir freuen uns auf jeden Gast, der diese Galerie besucht. So, und jetzt? Tschüss! Ja, live, live!
Bitte rein.